Hallo Freunde der Sonne, da bin ich wieder. Wir spielen PlayerUnknown's Battlegrounds. Und ja, das ist meine erste Aufnahme. Ich weiß jetzt nicht, ob das läuft und wie es läuft. Wir werden sehen. Lautstärke und so weiter habe ich nichts angeglichen. Ich lasse es so, wie es ist. Das Spiel an sich ist einfach laut. Und ich finde, das ist okay so. Kann ruhig alles lauter sein. Weil man muss hier wirklich alles hören können. Das wäre schon echt gut. Deswegen Lautstärke voll auf, Effekte, das Gequatsche, machen wir nicht hoch. Aber jetzt werden wir gleich hören, wie laut es ist. Oder auch nicht. Ich hab gedacht, der schießt jetzt auf uns. Ja, wir spielen jetzt erstmal einen Solo-Modus, später vielleicht nochmal irgendwann mit Klinsee zusammen, im Duo. Mal schauen. Wir werden sehen, wie weit wir kommen. Mein Spielstil ist ziemlich aggressiv. Das heißt, kann durchaus sein, dass wir gar nicht so weit kommen. Wer das Spiel nicht kennt, ja, das ist so ein bisschen, ja, wer H1Z1 King of the Hill kennt und so weiter, oder King of the Kill, oder King of the Hill, ja, der wird wissen, um was es sich handelt. Das ist quasi ein Sammel dein Zeug zusammen und überlebe Spiel, und währenddessen wird die Map immer kleiner, beziehungsweise der Rand, wo man überleben kann, wird kleiner. Man sieht hier, alle fliegen runter, alle springen ab. Und ich steuere da dieses kleine Gefilde hier an und versuche mir da ein paar Sachen zusammenzusuchen. So zumindest die Idee. Wir werden sehen, wie weit wir kommen. Möglicherweise überleben wir gar nicht lange, möglicherweise überleben wir total lange. Ich sehe jetzt auch niemanden außer uns hier direkt. Das heißt, das könnte jetzt ganz gut werden, wenn wir jetzt auch gute Sachen finden, selbstverständlich. Das ist natürlich das A und O. Man muss natürlich Waffen finden, Ausrüstung finden, Westen finden und so weiter. Man muss sich schon so ein bisschen aufpimpen. Ohne das wird es dann doch etwas happig und schwierig. Ja, und das ist das Spielprinzip. Loslaufen, Waffen suchen. Ich wollte jetzt die Tür zumachen, hat er nicht zugemacht. Ganz toll. Nehmen wir erstmal die Pistole, laden die nach. Ehe wir gar nichts haben, ist immer besser, eine Pistole zu haben. Ja, Shotgun ist auf jeden Fall ein guter Anfang. Das Sammeln dauert immer manchmal ein bisschen länger. Mach doch wieder auf. Das Nachladen mit der Shotty dauert sowieso länger. Pistole. Ein Helm ist gut. Oh, sogar der beste Helm, den wir kriegen können. T3 Helm. Ja, manchmal dauert das mit dem Sammeln immer ein bisschen länger. Ist ein bisschen scheiße, aber können wir leider nicht ändern. Es läuft, wie es läuft. Ich wollte schon sagen, hier ist jetzt gar nichts. Denn wenigstens die Uzi. Ein Rucksack. Wo kommt der denn her? Der lag ja eben noch nicht da, oder? Bin ich jetzt komplett verwirrt. Das nehmen wir mal mit. Das nehmen wir mit. So, Extended Magazin ist für die MP. Laden wir mal nach den ganzen Spaß. Und dann schauen wir mal ins nächste Haus, sofern da noch keiner drin ist und wir dort abgeschossen werden innerhalb von Sekunden. Wir sind auf jeden Fall drin in der Zone. Mann, mach die Tür zu, jo. Sind wir hier bis auf dem Bahnhof, wo wir wachsen, aber... So. Ich glaube, das ist für die Shotty. Zu 100% kenne ich mich noch nicht aus in dem Spiel. Aber das ist ja nicht so schlimm. So kann man auf jeden Fall noch sagen, okay, ich muss noch was lernen. Sehr viel zielen, sehr viel schießen, sehr viel Zielwasser wird benötigt. Zumindest von mir. Also wir werden sehen, wie weit wir kommen. Kompressor, Scharfschützengewehr, interessant, okay. Am liebsten wäre mir natürlich eine ordentliche Waffe. Aber wir haben kein Glück. Eine Weste ist gut. So, so. Und dann können wir mal in die Map gucken. Wir sind mittendrin. Ja, dieser weiße Kreis hier. In den darf man sich aufhalten. Noch ist die Zone nicht kleiner geworden. Das sieht man über der Karte rechts. Also rechts unten ist die Karte und darüber sieht man, in 3 Minuten zum Beispiel kommt jetzt die Zone.
Und da will man dann quasi nicht mehr dastehen in dem Bereich, weil das ist sozusagen der Tod schlechthin. Noch nicht, also nicht sofort, ja, also es ist noch ein kleiner Schaden, der ausgeteilt wird hier aktuell. Aber das wird auf jeden Fall stetig schlimmer. Liegt hier? Magazin, okay, Janisch-Dollet. Es gibt auf jeden Fall Absprungplätze, wo man hinspringen sollte, die gut sind und so weiter und so fort. Ja, so, Profis wissen, aha, ich muss da hinspringen, da finde ich den geilsten Loot und so weiter und so fort. Ich hingegen weiß es nicht. Das heißt, bei mir ist alles auf Verdacht. Wenn ich glaube, ich finde da was, dann gehe ich da hin. Und da kann ich halt Glück oder Pech haben. Ich stelle die mal hier auf Auto. So, dann gucken wir mal, was es hier als nächstes gibt. Da waren auf jeden Fall Leute gewesen. Wir gehen mal nach... nach da brauchen wir nicht gehen, da waren auch Leute. Gehen wir mal nach Osten. Ab in den Osten. Bin kein Fan von Autos, ja, also ich fahre die sehr ungern, weil die sind laut, machen Krach und sind störend. Die Leute sehen einen sofort. Das ist immer unpraktisch. Hier auf dem freien Feld haben wir gerade gar keine Schnitte, ja, also wenn uns hier einer erwischt, dann war es das für uns. Da hinten wird schon geschossen, das ist einer der Gründe, warum ich da nicht hingehen werde. Ansonsten, ja, brauchen wir jetzt auf jeden Fall erstmal besseres Equipment. Was wir hier haben, ist jetzt nicht der Burner. Eine M4 wäre schon nicht schlecht für den Anfang, wäre jetzt schon mal was ganz gutet. Was heißt für den Anfang? Wäre halt richtig gut. Und dann noch ein Visier dazu, dann wäre ich schon überglücklich. Gerade haben wir gar nichts eingesammelt an Visieren, das wundert mich sehr, weil normalerweise finde ich die Dinger aber als erstes. Bevor ich eine Waffe habe, habe ich meistens die Visiere schon da. Man kann schauen so ein bisschen, ob in den Gebieten, wo man hinläuft, ob da schon gelootet wurde und so weiter. In der Regel sind da die Türen offen, die meisten machen die Türen nicht zu. Ich mache sie gerne zu, weil dann kommen natürlich die Leute zu mir. Was natürlich praktisch ist, wenn man eine Shotty hat. Weil mit der Shotty kann man auf jeden Fall Leute im Nahkampf ziemlich gut wegholen. Deswegen gehe ich hier auch auf Shotgun. Okay, hier ist keiner. Ah, ich weiß nicht, manchmal... Ich kann hier 50 Mal raufdrücken, während das da steht, von wegen drück rauf, aber... Ich glaube nicht immer, hier ist noch jede Menge Shotty-Magazine. Also ich glaube, hier hat jemand schon was Besseres gefunden. Und hat sich seiner... Sag mal, ich hatte doch den Helm, ne? Habe ich den nicht eingesammelt? Ich den ehrlich nicht eingesammelt. Da war doch der dicke, fette, geile Helm. Habe ich den echt nicht eingesammelt? Ey, ist das bitter. Das kommt halt leider viel zu oft bei mir vor, weil ich drücke dann halt drauf auf F und hoffe, dass es dann auch passiert, ja. Es passiert dann leider nicht. Muss man wahrscheinlich einfach hier auf Tab gehen, damit man das dann einsammeln kann. Das ist natürlich unpraktisch. Wir hatten quasi den besten Helm, den man hier kriegen kann, vor unseren Füßen. Ich bin aber der Meinung, ich hatte ihn auf. Vielleicht hat ihn mir auch einer von den Schädel geballert, aber ich habe es jedenfalls nicht mitbekommen. So, noch ein bisschen zickzack laufen. Wir wollen damit nichts zu tun haben. Oh, da liegt ein Visier. Ätzend. Ätzend gerade. Nervt mich natürlich, dass der Helm jetzt nicht da ist. Dass ich den jetzt nicht dabei habe. So ein bisschen lauschen. Mein Gott, oh ja, ja, ich kein Glück gerade. Oh, Granaten nehme ich gerne mit, aber sind nicht unbedingt meine Paradedisziplin. Bin ich auch ganz ehrlich. Jetzt gehen wir noch nach oben, lassen uns totschießen, weil da oben einer wartet. Hallo? Ich sehe keinen. Nur wieder noch eine Shotty. Shotties über Shotties. Hallo? Keiner da. Ich muss sagen, das Spielprinzip finde ich deutlich geiler. Ich kann es mal nur wieder sagen, ich vergleiche das immer gerne mit DayZ.
In DayZ bin ich ja sehr viel rumgelaufen und habe mir mein Zeug zusammengelootet, was dann einfach mal, was weiß ich, Ewigkeiten gedauert hat, irgendwie mehrere Tage. Und das, was ich in mehreren Tagen zusammengeschustert habe, bin ich dann immer ja, so schnell losgeworden, dass ich es meistens nicht mehr benutzen konnte, weil man einfach weggesnipert wurde. Und das ist immer tragisch und traurig und dann ist das immer ganz, ganz schlimm. Und mich kotzt das auch immer total an, muss ich sagen. Deswegen war auch mit einer der Gründe, warum ich das Spiel nicht mehr spiele. Deswegen finde ich das hier deutlich besser, weil ich hier halt von mir aus, ja, also ja, ich gehe hier jetzt um die Ecke, da steht einer butzbetot. Ja, ist nicht so schlimm, weil ich kann direkt wieder ein neues Spiel starten. Das ist nicht so dramatisch, wie ich laufe, was weiß ich, wie lange durch die Gegend, finde endlich mal eine ordentliche Waffe, gehe um die Ecke und bin tot. Ja, deswegen ist mir das hier deutlich lieber. Warum ich die Türen jetzt zugemache, den Grund, wenn einer kommt, verstecke ich mich irgendwo. Und dann wird er sich darum kümmern, erstmal die anderen Türen alle aufzumachen und zu gucken. Und ja, in der Zeit kann ich versuchen, ihn zu holen, was natürlich praktisch wäre, aber nicht immer umsetzbar ist. Wir müssen auf jeden Fall weiter. Wir haben nichts gefunden. Ziemlich blöd eigentlich. Relativ bescheiden. Aber wir sind auf jeden Fall schon unter den Top 42, haben noch keinen gesehen, noch keine Kugel abgekriegt, auf uns hat noch keiner geschossen. Von daher kann man da sich jetzt auch nicht beklagen, könnte deutlich schlimmer sein. Da werden mit Sicherheit Leute sein. Kommt ein Auto. Ja, also hier lebt man echt gefährlich. Ruhrvisier. So, schauen wir uns erstmal um, bevor wir weitergehen. Bevor wir die Kugel fangen, die uns töten wird. Ich verstehe das gerade aber auch nicht so ganz, warum ich jetzt noch nichts habe. Ist mir echt ein Rätsel. So, erstmal hier raus aus dieser doofen Zone. Die rote Zone, die gerade auf der Map zu sehen ist, ist die Bombenzone. Da gehen gleich Bomben runter. Da will man also nicht sein. Das ist relativ unpraktisch. Ja, und ansonsten, ich gucke gerade, ob die Türen offen sind, ob ich irgendwo eine Tür offen sehe. Ich glaube, da ist eine Tür offen. Natürlich unpraktisch, dann sind da Leute. Es kann auch sein, dass sie sich da drinnen verkämpfen, was auch durchaus legitim ist. Ja, also man kann jetzt nicht sagen, oh, diese scheiß Camper und so, sondern das ist halt echt legitim, dass die sich irgendwo verkämpfen. Wenn sie in der Zone sind, ist ja logisch, dass man das macht, dass man sich verkämpft irgendwo. Und das heißt, ich könnte jetzt hier irgendwo reingehen und der Teufel würde mich holen, sozusagen. Steht einer. Stand einer. So, was hat er denn? Das nehme ich mit. Hat auch keine bessere Ausrüstung gehabt. So, das kommt weg. Langes Rumgemuchte ist immer ganz schlecht, kann ich nur sagen. Aber ich kenne mich halt, wie gesagt, noch nicht so gut aus hier in dem Spiel, dass ich jetzt sagen könnte, das ist jetzt das, was ich brauche, das ist jetzt das Item, das ist jetzt das Item, das kann dieses, das kann jenes. Da finde ich mich halt selbst noch nicht zurecht, noch nicht so ganz, ja. Ist halt halt so eine Sache der Übung. Und Rotpunkt haben wir nicht, also Rotpunkt mitgenommen. Rotpunkt rauf. Und dann schauen wir mal, was hier noch so geht. Das kann da rein. Und Splittergranate machen wir hier rein.
So, welche Munition braucht denn diese Knarre? Da weiß ich mir auch noch nicht so ganz Bescheid. Die braucht die 9mm und die braucht die 12er Kaliber. Also die und die, aber die werde ich mal behalten, weil es kann durchaus sein, dass wir hier gleich noch was finden, was möglicherweise doch noch irgendwie vorteilhaft für uns ist. Weil wenn den noch keiner abgeschossen hat, kann es durchaus möglich, dass hier noch Leute rumschwimmen, dass hier keine Leute rumschwimmen, die man noch abfangen kann. Beziehungsweise noch Sachen finden kann, weil hier einfach gar keiner ist. Kann natürlich auch sein. So. So, solche Sachen sind manchmal auch Baits, ne? Also immer Augen auf. Aufgepasst. Manchmal kann es in die Hose gehen. Weg damit. Rein hier. Manchmal kann es auch massiv in die Hose gehen. Dann geht man dahin, denkt sich, oh ja, cool, das sammle ich jetzt ein. Wupp. Bist du auch schon weg. Kannst du dich verabschieden. Radikaler Griff, der kann hier ran. So. Ihr seht ja auch, meine Taschen sind ja voll. Meine Tasche ist full. Da geht nichts mehr rein. Da kann ich nichts mehr mitnehmen. Da ist einfach full. So, das ist die Zweierweste. Das war auch die Zweierweste, okay. Des Weiteren gibt es hier so Mäntel und so weiter, die man anziehen kann. Optische Sachen. Ob die nur was bringen, keine Ahnung. Für mich sind das wirklich nur optische Sachen. So, hier ist nichts. Ganz toll. Aber wir sind auf jeden Fall schon unter den 31 Besten. Das ist schon mal eine ganz gute Zahl, wie ich finde. Wir sind immer noch in der Zone. Die Zone verkleinert sich. Ihr seht's. Noch sind wir drin, aber wir werden bald losziehen müssen. Das heißt, so schnell wie möglich hier alles abgrasen. Gucken, ob noch was zu finden ist und weiter. Hier haben wir das Problem. Wie gesagt, meine Tasche ist full. Das packen wir mal weg. Kann ich es jetzt einpacken? Ja, so. Gut. Dann haben wir das schon mal dabei. Rotpunkt brauchen wir nicht. Und zwei Holo-Signs brauchen wir auch nicht. So. Haben wir erstmal alles. Und dann sind da noch ein paar Häuser, die wir abgrasen können. Jetzt muss ich aber erstmal gucken, dass ich hier nicht gleich weggeholt werde. Aber ich glaube, ich bin der Einzige, der hier rumklebt. Deswegen hoffe ich, dass ich vielleicht jetzt gleich noch was finde, bevor die Zone hier einschlägt. Macht doch zu. Sowas wie das hier. Die M16. Natürlich prädestiniertes Teil. Habe auch nichts, was ich da noch anbauen kann. So, die Munition brauchen wir. Jetzt brauchen wir die Munition nicht mehr. Ne, die brauchen wir nicht mehr. Die brauchen wir nicht mehr. Weg damit. Da kommt einer. Hier schleicht gerade einer rum. Er ist schon drin. Mach, dass du wegkommst, du Schweinehund. Ich kann nicht sagen, wo er ist. Keine Ahnung.
hätte jetzt gesagt, der ist hier drin. Aber der muss auch weiter. Der hat auch nicht ewig Zeit. Genauso wie ich muss der auch weiter. Stellt sich halt nur die Frage, ob dieser nette Herr jetzt hier bleiben möchte und mich holen will und sich sagt, naja, ich nehme lieber den Kill, als dass ich hier noch weiterspiele. Kann ich nicht sagen. Weiß nur, ich muss hier bald weg. Weiß nur, ich muss jetzt weg. Also, komm mal, was wolle. Oh, fick dich, du dämlicher Spast. Hab ich einen Schreck gekriegt. Ui. Hab ich einen Schreck bekommen. So, Energy Drink rein. Energy Drink rein. Energy Drink rein. Und jetzt müssen wir rennen. Hat er was? Hat er nichts? Hat er nichts? Gut. Schön, dass er nichts hat. Und los geht's. Weg hier. Lauf, kleines Cliffy! Ein Auto wäre schön. Ich habe mir jetzt Energy Boosts reingehauen, weil man dann schneller laufen kann. Und man heilt gegen. Also das heißt, ich kriege jetzt zwar Schaden durch diese Zone, die da gleich kommt, ja, hinter mir, die mir am Arsch klebt sozusagen. Aber ich heile gegen. Nicht viel, ja, also ich kann ein bisschen gegen heilen, nicht viel, aber ein bisschen. Also ihr seht jetzt, das zieht mir jetzt Leben ab. Und nicht wenig, ja. Will ich gar nicht sagen, dass das wenig ist, was mir da abgezogen wird. Aber es ist immer noch erträglich, dass man sagen kann, okay, man kommt auf jeden Fall noch in die Zone rein. Muss ich mir jetzt erstmal einen Platz suchen, wo ich mich gleich hinten schmeiße und heile. Weil hier jetzt so ist ein bisschen... Oh, oh, oh. Der schießt auf mich. Oh, der wollte mich aus der Zone holen, das Arschloch. So. Aber das konnte er sich abschminken. Nicht mit Cliffy. Ach, Verbände kann man nicht benutzen. Verbände und so weiter kann man erst im Nachhinein benutzen. Ja? Also das geht nicht... geht immer nur bis zu 75%. Ab dann kann man nur Energy Drinks nehmen und Schmerzmittel, Painkiller. Und die bringen halt noch was. Der Rest ist ja, sollte man sich überlegen. So, eine Polizeiweste, ist die besser? Nee, ist nicht besser. Gib mir die Weste zurück. Danke. So, der hat die. Alles klar. Dann brauche ich noch ein bisschen von der Munition. Dankeschön. Und weg. Ja, da wollte das Arschloch ein bisschen Leute killen, die gerade reinkommen in die Zone. Aber habe ich gesagt, nö. Da habe ich keine Lust zu. Da mache ich nicht mit. Das Spiel finde ich scheiße so. Und ja, das musste er dann halt so hinnehmen. So, jetzt werde ich mir erstmal ein bisschen die Umgebung anschauen und werde schon weiter rennen, beziehungsweise werde zu dem Auto rennen, weil ansonsten gibt es gleich richtig massiven Schaden. Das heißt, ich muss jetzt hoffen, dass ich nicht erschossen werde. So, fahren wir mit dem Dacia, ja. Und gucken, dass wir in die Zone reinkommen, ohne gleich erschossen zu werden. Deswegen fahre ich auch ein bisschen zickzack. Ist nicht unbedingt hilfreich, gebe ich ehrlich zu. Weil mit dem Auto ist sehr schwierig zu steuern im Zigzag-Modus. Es
leben noch 14 Leute mit mir zusammen. Das heißt also 13 Gegner sind hier noch auf der Karte. Bisher hat noch keiner auf mich geschossen. Oh doch, jetzt. Ja. Tob dich mal aus. So. Wow. Ist das dein Ernst? So ein Arschloch. Da war einer. Da liegt einer. Seht ihr den? Der liegt da. Was der nicht weiß, ist, dass ich weiß, dass er da ist. Das Dumme ist nur, der hat wahrscheinlich jetzt auch die passende Waffe, um das zu erledigen hier. So. Phew. Holla die Waldfee. Ist auf jeden Fall ein stressiges Spiel, muss ich euch zugeben. Ja, ist halt nicht so. Das kann man jetzt mal einfach so nebenbei spielen. Man muss sich immer im Klaren sein, dass das Spiel schon an die Substanz geht von dem Spieler. Da oben rennt einer. Da oben rannte einer. Ja. Und hier sieht man halt sehr gut. Ich bin nicht so schlecht, ja. Also ich komme unter die besten 10. Ich habe von den 100 Leuten 6 schon getötet. Ja. Also es ist alles möglich. Ist alles drin. Aber ich glaube, sehr viel weiter werden wir nicht kommen. Wir sind schon noch in der Zone drin. Ja. Soweit ist alt Tutti. Ich habe aber nichts mehr, um mich jetzt hochzuheilen. Noch groß. Ich könnte natürlich zu denen hingehen, aber es ist super gefährlich, da jetzt hinzugehen und die Sachen zu versuchen zu looten. Weil die Leute gucken da natürlich auch drauf. Mist, da war noch einer. Ja, ich habe es jedenfalls in die Top 10 geschafft. Hat gut Punkte gebracht. Auf jeden Fall macht mir das Spiel sehr viel Spaß. Ja, ich war jetzt einfach wieder killgeil. Da hätte mehr drin sein können, aber der Cliffhanger-LP, ne, der muss einfach zu aggressiv spielen, das ist immer so. Ja, und man sieht jetzt auch nichts mehr. Ich kann jetzt auch nicht mehr zugucken, wer jetzt gewinnt oder so. Die Sache ist quasi jetzt zu Ende. Ich hätte in dem Ding drin bleiben sollen, aber das ist halt meine Spielweise. Ich bin halt aggressiv, gehe halt vor und tu mich nicht verkämpfen. Das macht mir halt keinen Spaß. Ja, jetzt muss ich mal was gucken. Und zwar sind wir jetzt im Ladebildschirm. Mal gucken. Ah, 2800 brauchen wir, um wieder aufzumachen was. Man kann quasi hier sich Kisten aufmachen, um optische Sachen zu bekommen. Das ist natürlich eine schöne Sache. Weil man sich natürlich optisch verbessern kann, aber auch auf der anderen Seite, dieses Teil hier ist halt 2,50 € oder so wert, also man kann es halt auch verkaufen. So könnte ich mir noch ein paar Steam-Spiele finanzieren. Ja, so nach peu à peu. Muss man natürlich Glück haben und viel spielen, aber so viele Punkte kriege ich jetzt so schnell nicht zusammen. Das war jetzt mein erstes Solo-Spiel tatsächlich. Das war mein erstes. Ich weiß nicht, warum mir hier irgendwie angezeigt wird, dass ich hier schon öfter Solo gespielt habe. Wird's gar nicht mehr. Okay, jetzt ist es aktuell. Okay, mir wurde nämlich mal angezeigt, dass ich schon gespielt habe. Das habe ich aber nicht. Und das war ein bisschen eigenartig. Hier ist Duo, bin hier nämlich alleine. Ja, und ich würde sagen, damit verabschiede ich mich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, die Aufnahme hat gut geklappt.
Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, schreibt es mir einfach in die Kommentare oder gebt mir einen Daumen hoch und so weiter. Dann weiß ich Bescheid und dann kann ich mich da ein bisschen drauf festlegen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssi!